Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Wir spielen heute weiter als Neo, der Deinosuchus. Der ist mittlerweile komplett ausgewachsen und taucht jetzt wieder in sein Revier unter. Die größte Gefahr sind natürlich wieder andere Dinos. Ich habe leider aktuell keinen Überblick, ob hier was drin ist oder nicht in dem See. Auf den ersten Blick konnte ich jetzt unter Wasser keine anderen Dinos entdecken. Aber ihr seht ja, das Wasser ist sehr trüb, der See ist sehr tief und sehr, sehr groß. Das heißt, da hinten kann natürlich auch noch irgendwo was sein. Aber wäre echt schön, wenn wir hier alleine sind, dann können wir ganz in Ruhe jagen. Vielleicht fällt der ja gleich rein. Aber es wird uns auch nicht viel bringen. Vielleicht nur so ein kleiner Mini-Snack. Ich kann ja mal Hallo sagen. Den würde ich auch nicht essen, wenn er kommt. Oh, ein anderer Dino. Direkt vor mir eingeloggt. Ja, jetzt sind wir hier nicht mehr alleine. Da ist er. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Oh Gott. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Der wartet auf einen anderen Dino. Das ist ja nichts für mich. Trau den nicht. Why you run? Ja, tut mir leid. Ich habe kein Vertrauen in dich. Oh, da vorne ist ein Cerato oder sowas. Ich hoffe, der geht gleich trinken. Das wäre ideal. Wir brauchen unbedingt mal ein bisschen größere Beute. Oh, er geht trinken. Wir haben ihn. Sehr schön, das war wichtig. Einmal die Todesrolle. Und das eine können wir sogar ins Voll fressen hiermit. Die brauchen wir sogar die Diät.
Ansonsten bräuchten wir noch den Darm und dann sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet, was die Diäten angeht. Boah, das war's schon. So, jetzt habe ich sogar einen kleinen Mate, den ich aufpassen kann und möchte. Der soll sich mal eben erstmal satt fressen, dass er seine perfekten Diäten hat. Und danach werde ich dann einfach ein bisschen was reinmampfen. Ja, krass, ne, wie schnell ich so einen Cerato weggesnackt habe. Also nicht mal der hat mich großartig gesättigt. Wir brauchen dringend mehr Essen. Ich glaube, er ist voll gefuttert. Dann esse ich jetzt auch mal. Ja, und ich hoffe, mein kleiner Freund und ich, ich nenne ihn einfach mal Hyper. Hyper und ich können noch weitere Beute finden. Das wäre super. Oh, da vorne läuft was. Ich glaube, das ist ein Stego. Ich werde mal versuchen, schnell hinzuschwimmen, bevor die trinken gehen. Ich will nicht alles an Ausdauer verbrauchen. Ach, guck mal, da ist auch ein größerer Stego. Ah, die adden sich in eine Gruppe. Ich frage mich, ob ich den Kleinen ins Wasser ziehen könnte. Wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Snack für uns. Ja, den Pteranodon greife ich jetzt mal nicht an, auch wenn er ins Wasser gefallen ist. Oh, der greift den an. Wie gemein. Oh, der hat den getötet, dem Pteranodon. Dieser Killer-Stego. Man sieht mich voll, ich muss weiter untertauchen. Ich glaube, ich kann den nicht ins Wasser ziehen. Na, 4 Tonnen kann ich ins Wasser ziehen, also maybe. Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Er geht trinken. Okay, ich kann ihn ins Wasser ziehen. Tschüss! Das war's mit ihm. Damit haben wir wieder fette Beute gemacht. Und mein Mate chillt gerade am Land. Der will wahrscheinlich ein bisschen wachsen oder so. Ich tauche mal unter, damit er mich nicht verfolgt hier am Ufer. Ich will in Ruhe essen.
Ich leg den mal kurz ab. Irgendwie glaube ich, dass der große Stego gleich kommen wird. Versuch den dann auch zu killen. Ah, der kriegt jetzt Besuch, der große Stego. Von dem Cerato. Hier ist das Land leider ein bisschen blöd. Ja krass, der kämpft halt gegen den Stego. Schon mutig als einzelner Cerato, das muss man sagen. Oh, da kommt noch ein zweiter Cerato. Nevermind. Ich beobachte das Ganze mal. Ich muss leider immer mal wieder unter Wasser gucken, ob andere Crocs kommen. Ich werde mich jetzt auch noch nicht einmischen, auch wenn ich jetzt einen der Cerats sicherlich ins Wasser ziehen könnte. Ich habe halt Bock auf den Stego-Snack, muss ich sagen. Tja, nix für euch. Noch mehr für mich. Ja, die Diät können wir sogar gebrauchen. Könnt jetzt auch die Organe da rausholen, aber ich esse mich erstmal satt. So, perfekt. Jetzt brauchen wir noch ein bestimmtes Organ tatsächlich. Das hole ich mir mal aus dem Kleinen hier raus. Den sollte ich schütteln können. Genau. Das ist sehr schön. Frage ist halt jetzt, welches Organ ist es? Ich glaube tatsächlich, ist es das Herz, was wir brauchen. Muss man jetzt erstmal hinkriegen. Ist das hier, was wir haben? Ist das das Herz? Ich glaube ja. Sind das die drei Pünktchen? Nee, wird's gar nicht gekloppt. Das war schon. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt die Pünktchen waren oder nicht. Jetzt einfach auch noch hier die anderen Organe. Ich schluck das jetzt einfach mal runter. Ja, wir sind so hungrig, also. Wird jetzt hier auch noch das andere Organ rausbeißen? Guck mal, hier kann ich das auch noch rausschütteln.
Ich dachte, der wäre zu groß. Aber meint ihr, ich hätte den auch ins Wasser ziehen können? Weil ich den halt jetzt auch easy tragen kann? Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Oh, ich brauche für die 3 Punkte die Lunge. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja, mein Fehler. Weiß nicht, ob wir das noch hinbekommen. Das heißt, das Herz ist das S. Nehmen wir mal hier so einen Lungenflügel. Und jetzt schlucke ich den mal. Hat nicht ausgereicht. Aber hier liegt ja noch ein weiterer. Wir brauchen mehr Lunge. Ja, krass. Ich werde mich aber komplett voll essen. Ich habe Angst, sonst wieder Hungerprobleme zu bekommen. Jetzt gerade haben wir halt mal so ein Festmahl. Das muss man ja genießen. Vielleicht locken auch noch die Restkadaver hier andere Fleischfresser an. Das wäre natürlich auch echt schön. Also irgendwann werden die trinken. Dann werde ich mir die schnappen. Ich glaube, die gehen hier vorne trinken in der Bucht. Oder die wollen zu dem Stegofleisch. Die wollen eher zu dem Stegofleisch. Guck mal, der andere geht aber nah am Wasser lang. Könnte schon reichen, dass wir ihn catchen können. Eventuell. Leider nicht. Die wollen mein Stegofleisch haben. Hätte mal da bleiben sollen. Sind halt jetzt echt einmal um den See rumgelaufen. Ah Mist, die haben sich da schon da auch nach oben gezogen. Ich hätte mal nicht weggehen sollen. Aber ich dachte auch nicht, dass sie den Weg einmal um den See laufen. Das ist schon krass. Halt super wenig Ausdauer. Oh, da kommt noch ein Stego. Oh, das ist jetzt aber ein großer. Oder? Ich kann es halt nicht einschätzen. Der sieht auf jeden Fall größer aus als die anderen. Soll ich mal nett sein und denen das bringen? Ich weiß gar nicht, ob ich den Knochen tragen kann. Oh mein Gott, ich bin rausgeflogen. Genau in so einem Moment. Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht dein Ernst. Komme ich nicht mehr drauf. Oh, wir leben noch, aber direkt neben uns ist ein anderes Croc. Müssen wir eben hier weg. Bald kam Ausdauer. So, ich schwimme hier wieder raus. Wir brauchen gleich Luft. Ist halt jetzt riskanter, weil hier ein anderer großer Dino ist. Und ihr wisst ja, wie die drauf sind. Das sind halt alles gefühlt Kannibalen. Ich habe keine Ahnung, warum das so schlimm ist mit dem Kannibalismus. Es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach alle mega Hunger haben. Ihr habt ja gerade gesehen, wie viel ich essen musste, um satt zu werden. Das war ja wirklich einiges. Oh, da ist ein. Da ist der Kleine. Immer so kleine Racker.
Aber da ist er. Der andere. Der will mich doch töten, oder? Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ich weiß es echt nicht. Okay, jetzt sind wir in einer Gruppe. Mach auf dicke Hose. Er will es halt wirklich machen. Wir gehen an Land. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht. Aber ich finde, der sieht immer eher so aus, als wenn er mich killen will. Was will der denn von mir? Verstehe es nicht. Land ist es doch total riskant. Oh Gott. Geht ja sowas von schief. Mir gefällt der Plan gar nicht. Wir gehen halt immer weiter weg vom Wasser. Kommen seine Stego-Freunde zu hacken uns. Ich bin down. Ich hoffe, er schafft es wenigstens. Ja, war eine dumme Idee. Ja, ich wusste, dass es ein Fehler ist. Ja, das war es leider mit Neo. Aber ich muss auch sagen, den letzten Fight da gerade habe ich irgendwie gar nicht gefühlt. Ich hätte es auch so nie gemacht, also keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich auch viele Fehler gerade gemacht, weil ich halt da noch keine Erfahrung mit sowas habe. Am Land gegen Stegos kämpfen. Aber ist auch egal. Ich will da jetzt nicht hinterher trauern, weil das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt gestorben sind, können wir jetzt auch wieder in andere Gewässer. Ich habe mich auch schon ein bisschen gelangweilt in dem See, weil ich da halt ja gar nicht mehr weg konnte. Wir spielen jetzt einen neuen Dino. Das ist Leonie, diesmal ein weiblicher Dino. Und mein Ziel ist es, den Sumpf zu erobern. Bin gespannt, ob wir den überhaupt finden können. Ich glaube, ich war da bis jetzt noch nie mit dem Dino. Aber ich werde versuchen, da jetzt hinzukommen und natürlich auch wieder zu wachsen. Wir sind halt voll weit an Land gespawnt. Also wir müssen jetzt ein ganzes Stück sprinten. Aber wir sind tatsächlich gerade fast wieder an diesem See gespawnt, wo wir vorhin drin waren. Aber da möchte ich halt nicht nochmal hin. Ich möchte halt mich auch ein bisschen bewegen können. Weil die ganze Zeit an diesem See zu sein, ist halt echt blöd. Auch wenn bei dem See natürlich viel los ist. Aber ich mag es dann auch gerne mal Flüsse und so entlang zu schwimmen. Deswegen ärgert es mich halt gar nicht so sehr, wie es mich ärgern sollte. Sieht übrigens sehr cool hier aus, dieser Dschungel. Wir passen hier auch sehr, sehr gut rein mit unserem Skin. Ich finde übrigens, dass die einfügen sollten, dass wenn es regnet, dass man dann kein Wasser verliert. Gerade als Dino nicht.
Weil dann könnte man halt so Unwetter und Regen auch nutzen, um auch aus solchen Gewässern wie den See, wo wir gerade waren, zu entkommen, auch als großer Dino. Weil mit einem Regenguss könnte man es bestimmt in ein anderes Gewässer schaffen. Und ich glaube, so hätten wir es halt nie wieder da rausgeschafft als großer Dino. Wir waren halt für immer in diesem See gefangen. Ich meine, jetzt als Kleiner habe ich es schon schwierig. Ich habe gerade mal die Hälfte der Strecke geschafft bis zum Wasser. Und ich habe nur noch die Hälfte Ausdauer und weniger als die Hälfte trinken. Deswegen sprinte ich jetzt mal mit euch gemeinsam durch. Wir schaffen das, Leute. Wir ziehen jetzt durch, bis die Ausdauer weg ist. Und dann gucken wir mal, wie weit wir es noch haben. Es ist halt wirklich super, super knapp von den Werten. Alles ist richtig weit unten. Aber wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, wir überleben das. Ist da vorne schon das Wasser? Ich glaube, ja. Die Ausdauer ist halt jetzt weg. Ach, das da vorne ist gar kein Wasser. Das ist eine Brücke. Ich dachte halt, diese helle Spiegelung von der Brücke, der Boden sozusagen, das wäre das Wasser vom Weiten. Ah, guck mal, das ist das Regenwasser, was sich da spiegelt. Da haben sich halt Pfützen gebildet. Aber es hat genau gepasst. Unser Wasser ist vorhin rot geworden. Ich glaube, wir haben noch kein Leben verloren oder zumindest nicht wirklich was. Und wir sind da. Ein Traum. Ja, der Regen hat jetzt aufgehört. Wir brauchen dringend was zu fressen. Ich hoffe, hier gibt es Fisch oder sowas. Und hier ist der nächste Todeswasserfall. Hat geklappt. Komm schon. Geh an die Oberfläche. Oh, wir haben ihn erfolgreich an die Oberfläche gedrückt. Das ist sehr gut. Jetzt können wir den auch essen. Oh, ich glaube, hier geht der Sumpf los. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Hier sind auch so Baumstämme im Weg. Müssen wir bestimmt unten durchtauchen. Nee, hat nicht geklappt. Und dann gehen wir jetzt ein Stück über Land. Aber irgendwas war da auch gerade vom Sound. Wir sind aber definitiv im Sumpf. Das kann man, glaube ich, deutlich erkennen. Guck mal, das ist gar kein Wasser hier. Oh, hier sind auf jeden Fall große Dinos. Oh, die Sonne geht endlich wieder auf. Das sieht echt krass aus mit diesem Morgentaunebel. Wunderschön. War auf jeden Fall eine gute Idee, in den Sumpf zu wandern. Finde ich bis jetzt richtig schön hier. Na, hab ja noch nicht so viel gesehen. Ist ja gerade erst wieder ein bisschen heller geworden. Aber ich freue mich gerade darauf, das zu erkunden hier. Das Doofe ist nur, ich habe in der Nacht auch schon andere Dinos gehört und auch Ceratos. Das heißt, hier sind auf jeden Fall andere Räuber unterwegs. Aber ich muss jetzt hier auch eine kleine Landwanderung machen. Ich glaube, in diese Richtung. Richtung Gebäude. Und da müsste dann auch wieder ein weiteres Gewässer kommen. Da ist der andere Dino direkt neben uns. Oh Gott, ich war gerade rausgetappt. Der hat uns halt gesehen. Oh Gott, ich wollte gerade auf der Map gucken, wo ich bin. Auf einmal höre ich es nur plätschern. Wir sind wirklich unfassbar gut getarnt. Aber hier ist auch sehr viel hohes Gras. Aber irgendwo genau vor uns, da wo wir hingucken, da müssen Raptoren sein. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Weil so ein Raptoren-Snack wäre jetzt echt was Feines. Vielleicht können wir die ja überlisten, wenn ich hier aus dem hohen Gras zuschlage oder so. Das ist ein Teno. Aber das ist AI. Und die Raptoren, die schleichen da drumherum. Die wollen ihn gerade erlegen. Wäre halt leider noch sehr klein. Aber das Wasser ist direkt in der Nähe. Das heißt, das könnten wir uns vielleicht zunutze machen. Da ist der Raptor. Zwei Raptoren sind's. Ich werde die halt noch nicht ins Wasser ziehen können, ne? Leider. Soll ich mal kurz ins Wasser gehen? Ne, es ist kein Wasser. Oh nein. Hier ist auch eine Schlammpfütze. Oh, das ist voll der Bait immer. Aber dann gehe ich halt in die Schlammpfütze. Aber ich brauche bald Wasser, sehe ich gerade. Ah, guck mal, hier vorne ist Wasser. Musst du eben zumindest eben was trinken. Und dann können wir da wieder hingehen. Nicht, dass ich da austrockne. Bisschen Ausdauer wäre halt auch cool, aber ich brauche jetzt erstmal was zu fressen gleich. Dann gehe ich da vorne zu den Keulen. Was soll's? Oh nein. Das ist natürlich schlecht. Ah, shit. Da hat er mich überrascht. Der hat mich beobachtet. Aber Leute, das war jetzt noch eine sehr, sehr spannende Erkundungstour in den Sumpf. Ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal den Deinosuchus zu spielen. Ich will diesen Sumpf noch ein bisschen mehr erkunden. Das war wirklich wunderschön dort. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da und ihr könnt natürlich auch wieder gerne in die Kommentare schreiben, welche dieser Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dundee.